Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play Metafari Fantasio. Ich bin es beim Simafix. Wir sind hier wieder am Grund der königlichen Kathedrale angekommen. Beim letzten Mal haben wir es geschafft und den Nekromanten hier bezwungen. Doch sein letztes Geschenk lauert nun in der Stadt. Der Mensch, den Luis hier mitgebracht hat als Zeichen seiner Macht, hat er nun erneut zum Leben erweckt. Und dieser ist nun kurz davor, die Stadt in Schutt und Asche zu legen. Deswegen müssen wir ihn selbstverständlich aufhalten. Los geht's! Für! How can this be? Was this creature's rebirth? Zorba's plan all along. If it escapes, if it makes it to the city. It spotted us! His Highness's home must still stand when he returns. I will end this here! Another city in ruins. Never again. It dies or I do. It's coming! Look at the size of that thing. It would be catastrophic if it breached the city. We must stop it! But how are we supposed to kill something this huge? Look there. That can be little else but the heart. Surely to strike there would give it pause. But it's too high up for our weapons to reach. Do we use magic? A viable plan. Yet surely if we can knock the creature down first, its heart will be close enough to strike with steel. Then we bludgeon the torso. Knock the wind out of it. Hard to miss a target that size, at least. Start by attacking the body. Was in zehn Gottes Namen ist das? Schaut euch das an! Das Herz, wo ein Fernus und irgendwie ein was ist das? Das ein Sklavenmensch? Irgendein Ding? Eine Königin? Non-nackter Mensch und ein Penguin und oben sitzt da keiner drauf? Was in zehn Gottes Namen? Ich hab keine Ahnung. Okay. Schale. Also, jetzt ist die Frage, was wir als erstes machen. Irgendwie müssen wir da durchhauen, auf jeden Fall. Oh! Das war schon mal gut. Throw carried. Habe ich gehört. Ich werde kämpfen, als der Nerd. Let's do this! On my way! It's okay. We can do this. You hit their weakness! That's your opening, Captain! Come on. Okay, Lichtattacke. Warum schwinge ich mir Angst? Gut. Aber jetzt können wir richtig in die Vollen gehen. Schädelbrecher. I'll destroy you. Bam! I'll show you the essence of truth. So, eyes off. Und das Herz ist da. Es ist die Frage, was das Herz erschwächert. Machen wir es anders, gehen wir auf Nummer sicher. Ich meine jetzt erstmal Medi. Und wir hauen jetzt einfach mal Feuer. Ah, super. Wow, aber das hat das Gleichgewicht verloren. So, Schädelbrecher. Now, what's the play? Are you prepared? Licht? What a mess. Give me your aid. Not the right move. Healer! The power of light. I'm counting on you. Is it Roller?
Ist ja lange gleich weg zurück. Oh nein. Und du hast nur einen Zug? Was ist da drin? Ein Tisch? Mit Frösche? Ich hab sowas von keine Ahnung, was da gespielt wird. Das wird ein langer Fight. Okay, er hat zwei Hände. Also, als erstes greifen wir hier an. Also es sehen aus wie Äste. Ich würde jetzt mal sagen, Feuer ist die Schwäche. Sah doch ganz gut aus. So, jetzt wieder zurückziehen. So, passt. Und... Oh, die einen da haben echt viel Leben. Nicht gut. Aber Maxi kann sich gut auf sie konzentrieren. Sehr schön. Scheiße, holt mal Shit. Ja. Ja, danke. Ich hab's fast nicht gemerkt. So, ich hab dann Wiederbelebungs-Item, hoffe ich. Das Viech hat einfach viel zu viel Leben. Und viel zu viele Aktionen. Komm on, okay. Ja, ja, alles gut. Straw geht's gut, vielen Dank der Nachfrage. Ich hätte was anderes machen sollen, egal. Also, nein. Jetzt Gabot. Sehr schön, die Arme sind hier. Oder einer sie? Ja, das war dumm. Mal das Herz schütze ich eh wieder herstellen. Ja gut. Bedeutet nicht, dass wir nicht Schaden machen können. Zumindest eine Runde haben wir, wo wir richtig Schaden raushauen können. Wir haben halt einfach nichts. Dachte mir, passt doch. So. Also, erlangen das Gleichgewicht wieder zurück und ich stelle mich wieder hin. Einen Arm hat er noch, mit dem er jetzt hier wieder... das wiederherstellt. Ich check das auch nicht. Das ist... Was soll das sein? Sehr geil! Es hat geklappt! Hätte ich nicht damit gerechnet. So, die Arme sind hier. Die Schale ist hier. Boah! Die tanzenden Typen sollten eigentlich hier
Ein bisschen aggro werden. Und von der Regeneration. Okay, sehr schön. Ihr seht, das Eis jetzt auch. Die Schale ist jetzt anfällig. Ja, zu geil. Schale ist gebrochen. Danke, Gallica. Sehr schöner Move. Und jetzt kann Hulkenberg das machen, was er am besten machen kann. Nämlich fett drauf hauen. Mal, dann hau mal drauf. Machen wir noch weniger Schaden als mit Magie. Okay, passt da. Ich hätte den Zug einfach Hulkenberg nehmen sollen. Ich weiß auch nicht, wieso ich das nicht gemacht habe. So. Jetzt muss ich hoffen, dass Hulkenberg diesen Angriff überlebt. Ich könnte jetzt auf Offensive gehen und prayen, dass sie es schafft. Hulkenberg, du schaffst es schon. Ich glaube an dich. Und wenn nicht, dann Pech gehabt. BAM! Ich hab's ja einfach vorgeschickt, mir gedacht, im schlimmsten Fall die anderen beiden überleben schon. Nein, ich habe Hulkenberg nicht gerade geopfert. Leider, der Mensch ist bezwungen. Oder das, was irgendwie ein Mensch sein soll. Ich check nicht, was das ist. Das ist der Leute, die da rumlaufen immer noch weiter. Ja, Magie, definitiv. Oh, ich hab zwei. Machen wir noch einen auf Ausdauer. Finally, it's over. You have my sincerest thanks. You risked your life to protect the capital. We barely protected anything. The royal capital's in chaos, and Grius... Grius was one of us. And now he's gone. Stroll? On the morning of the funeral, I promised Maria that we'd all be back that evening. Break bread together again. I fought with everything I had, but it doesn't erase the past. It's a hard lesson, but one so obvious, I only wish I'd learned it sooner. What can I begin to tell Maria? It wasn't your fault, Stroll. I just can't see how it isn't. I hate how powerless I am. I should never have made a promise I couldn't keep. Listen, Stroll. Alcis made his choice. To live and die for his country. If not for him, His Highness would not be alive now. And I'd not have met you or learned the truth myself. He and everyone else that fell here did not die in vain. And you have not fought in vain either. There! It's them! Thank you so much. I thought I'd never see my family again. I'll never take my life for granted again. It's all thanks to you. Oh, no, we didn't do much. May the teachings guide and protect you, Clojure. So you're the ones who put a stop to that madman's scheme and killed the human besides. Now the soldiers might rest in peace. Seeing that there are others who can take those monsters down, it means we don't have to rely on Luis. It gives us hope. Thank you. To think there were people watching us without our knowing. Hope, eh? Feels like it's been hard to come by lately. 'Tis a thing easily promised and hard won. But once you have it, it pushes you onward. So long as you let it. Yes. You're right. It's a shame we couldn't get anything out of Zorba. We still need to kill Luis, or the prince's curse will never be lifted. If not even Grius could do it, what chance do we have? Do you recall, just before Luis would have been struck, he was shielded by some manner of magic? Are you saying it would happen again?
that Luis would be impervious to our attack. What? That's ridiculous! Well, we'll get nowhere with idle guesses. To test the theory, we have to find him. I'll see if my contacts in the guard have any threads to pursue. Whoa, that'd be great. The knights are bound to have more reach than us. And we don't have much to go on otherwise. But under the circumstances, I expect their forces to be in considerable disarray for a while yet. Don't expect too much. I've my own matters to attend to. If I floundered this much against Zorba, I'll not stand a chance against Luis. We have to get stronger. Well, until we've got a lead on Luis, let's make sure we use our time wisely, okay? Let's hone our skills as best we can. A fine idea. We can never be complacent in our strength. In any case, let's head back to the inn. And I want to check on Maria, too. Your attention, please, ladies and gents. We've all seen the Royal Palace up in the sky. Plus a massive magical rock, apparently. All very shocking, I'm positively staggered. Moving on! The bit that gets me is all this talk of the next king. Word is they'll be chosen based on the people's will. Everyone gets a say. But right now, I suppose we ought to talk about all those other faces up on the rock, hadn't we? Oh, I was wondering about those. Now, the Sanctus Church has looked into it and it seems like size matters. More public support, bigger face on the rock, etc. Looks like we've got Sanctifex Forden in the lead, and Count Luis hot on his trail. Well, naturally Sanctifex Forden is at the top. The real surprise is how anyone else is that close behind him. Oh, come off it! Count Luis! He's a man's man, a real pillar of strength! Ugh, wake up, would you? Haven't you seen what's happened to the Grand Cathedral? Hold your horses now, everyone. Just calm down. Won't do to just focus on the front runners, will it? There are many more pieces in play here. Take a look. Anyone who gets the people's support might be crowned. Anyone. Well, you could do it. Well, I could do it if I liked. Looks like we've quite a few new aspirants up there. All bright-eyed and ambitious monarchs to be. Had I a seat, I'd be on the edge of it. Hold on, aren't you a town crier for the church? They're not going to like you going on about all these other faces. Oh, please. The Sanctifex's lead isn't so fragile that I could jeopardize it. Besides, a good race would be some terrific entertainment, eh? Keep your eyes up and your ears open, ladies and gents. Albus Batlin, the crier, is going to have all the latest on these promising candidates. Welcome back. I've heard the news. You took down those dastards under Luis's command, did you? News travels fast, I see. Well, just the nature of the inn, isn't it? Information is our lifeblood. I hope this helps him rest in peace. I will see his dreams fulfilled. I promise you that. How's Maria holding up? Still cooped up in her room. She's not eaten a thing. Oh. The city sure isn't a stir. I thought it might be news of defeating the human. But there's more to it than that. Small wonder when any among the populace might be king. Candidates are coming out of the woodwork. Speaking of which, I've actually heard another rumor. They say Sanctifex Forden is planning some sort of grand announcement. Word among the Sanctus Church is that it's bound to bring Luis out of hiding. Really? That'd be great if it's true. The announcement is supposedly on the 22nd. They'd not be talking about such an exact date if there weren't some truth to it. We'd best wait before we plan our next move, then. Might not have much of a choice in truth. We have waited long enough to rule this land. Scheming king,
What sort of man has a contingency plan for his own death? That face in the sky, is that really the king? We didn't listen to some blasted rock. Name the new king under our authority and be done with it. The populace would reject it outright. As it is so clearly born from the king's magic, they trust this decree as the king's own. That aside, when that assassin tried to claim Luis's head, I saw some strange magic foil his killing blow. Is that also the king's doing? Is that not why we sent for that professed Cursebreaker scholar or some such? Send her in and let us hear her findings. Tis an honor, esteemed nobles. I am Rella Melanchorophus Cygnus, daughter of House Cygnus. Yes, all right, spare us the pleasantries. We want the facts, girl. Oh, well, concerning the magic that seemed to save Count Luis's life, we've seen similar incidents in different places. It would seem this magic's purpose is to ensure that the coronation cannot be decided by force, only by the trust of the people. If those who have earned a measure of the people's trust are being shielded, it must be by the king's magic. At least, that is my belief. So what? You're telling me that blasted Luis is invincible now? Damnation! How distressing. Yet one wonders, is our risen king observing each individual conflict between his aspirants? I cannot say how it's triggered. Only the king would know the exact conditions, and we obviously cannot simply ask. Though, I can say there is one certain means of bypassing it. A duel could overcome this sorcery. So they can be killed, but not murdered. Certainly a petty distinction I could only expect from such a blind romanticist. That is everything I know. At the moment, that is. At this point, Luis's public support rivals our own. Disappointing, really, that so many would desire his vision of shepherd and livestock. Beasts, the lot of them. A dog is happiest on its leash. They seek a king with strength, do they? Then let us give them a display of our own power, with grace, nobility, and civility. Assassins dying in the streets. The people locked in an inescapable power struggle. What was His Majesty thinking? Time marches on, and the age of a new king draws nearer. First up, wir haben ein paar, noch ein paar Tage, bevor Forden etwas verkündet. Aber wir wissen uns so oder so auch noch nach Luis stellen. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Richtig. Vielleicht können wir die verbliebenen Monster in der Wüste vertreiben. Im Rekrutierungszentrum scheint es auch wieder Aufträge zu geben. Das Rekrutierungszentrum? Wäre das nicht ein Problem, wenn dort ein paar tote Rekruten entdeckt, die eigentlich tot sein sollten? Nach seinem solchen Debakel wird dort niemand besonders besorgt oder wachsam sein, um das überhaupt zu bemerken. Solltest du darauf angesprochen werden, nenn einfach meinen Namen. Okay, dann stimmen wir da doch mal hin. Das war eine echt interessante Szene. Also, wir haben jetzt, was ist das? Ich höre deine Stimme. Anhängerstimmen. Du wirst nach dem Erhalt der Anhängerstimmfähigkeit von Gallican nur zeitweise die Stimmen der seiner Anhänger hören. Je mehr Zeit du mit deinen Anhängern verbringst, desto mehr Unterstützung geben sie dir. Mach dich also auf dem Weg zu ihnen, wenn du die Stimmen vernimmst. Öffne das Anhängermenü oder das Hauptmenü. Okay. Vielleicht sollte ich das mit ihm besprechen. Okay. Wir sollten mit Rückenwert sprechen. Machen wir gleich. Lass aber mich mal kurz schauen. Das interessiert mich nicht. Und zwar... Beliebtheit. Ah, 6.300. Durch die Macht... Ja, genau. Du bist jetzt nur ein gemiedener Außenseiter. In der nächsten Zeit werden wir beurteilen, ob du ein würdiges Gefäß für unsere Macht bist. Um der wahre König dieses Landes zu werden, musst du viele schicksalhafte Begegnungen mit zukünftigen Kameraden und zahlreichen Seelen und Helden belegen.
Auch wenn es heißt, jeder König könne König werden, sollten wir uns vorerst darauf konzentrieren, den Prinzen von diesem Fluch zu befreien. Machen wir. So, cruisen wir ein bisschen durch die Gegend. Ich finde, das war doch ein ziemlich erfolgreicher Tag. Ich würde gerne zum Rekrutierungsbüro gehen. Das wird uns schon so hart angedeutet. Mir fällt gerade auf, ich kann mich eigentlich warpen. Der Rekrutierungszentrum, genau. Maxi ist ja faul. Also, ich hoffe, das Kopfgeld ist nicht auf uns gestellt. Ah, der Primus ist weg. In der großen Kathedrale herrscht Chaos. Ja, aber häuft sich. Was? Sind Sie wegen des Kopfes hier? Sicher, sehen Sie sich um. Gut. Gut, dass du nicht erkannt wurdest. Vielleicht habe ich mir zu viel Sorgen gemacht. 10.000 Blutdurst-Manjule. Oh. 10.000 Reef nur, um das Monster erledigt? Dann haben sie sich wohl wirklich Probleme. Sie interessiert, dass der Auftrag der Blut ist. Okay. Obwohl er freie Flüsse lebt, versteckt er sich zumeist in seinem Gefolge von Wildhunden. Töten sie genug Wildhunde, dann wird er sicherlich zeigen. Das Militär ist unterbesetzt. Also war das bisher schwer zu bewerkstelligen. Und den Auftrag annehmen? Jo. Sehr mutig für ihn, der so jung ist. Okay, er gehört ihnen. Um in die Wüste zu gelangen, gehen sie durch das große Tor südlich der Hauptstraße. Nach kurzem Fußweg sollten sie ihn finden. Monster sind im Übrigen auch nicht die einzigen Gefahren dort draußen. Mit Pech geraten sie in einen Sandwurmschwarm. Passen sie gut auf. Und die Details fragen Sie den Informanten. Wir sind unterbesetzt, also können Sie die Info nicht liefern. Diese Leute passen mir so gar nicht. Sollten Sie den Manjule töten, bringen Sie den Schwanz des Randaliers als Beweis mit. Viel Glück und versuchen Sie nicht zu sterben. Ja, wir werden definitiv noch irgendwo mal rauskommen. Ich weiß nicht jetzt oder wann, aber werden wir machen. Gut, passt. Dann würde ich gerne... Genau, ach, jetzt können wir uns direkt zu Hulkenberg warpen. Ja. Ah, tis you. Hail. The truth is. Also in letzter Zeit verspüre ich großen Druck. Das hat mir erschwert, deinen kleinen Kopf zu erhalten. Ich hatte gehofft, dass du mir raten, seit der Tat stehen würdest. Das muss schnell erledigt werden, damit es meine Leistung im Kampf nicht beeinträchtigt. Wie würdest du mit solchen Belastungen umgehen, wenn du an meiner Stelle wärst? Ich würde trainieren. Das ergibt Sinn. Dann bist du mit der Anstrengung zu beschäftigt, dass dein Geist frei von Ablenkung ist. Wie sieht's denn aus? Würdest du mir in einen Schwerkampf trainieren? Ich nehme an, du hast ja deine Technik selbst beigebracht. Und das scheint eine gute Gelegenheit zu sein, dir eine formale Ausbildung zu geben. Okay, machen wir das. In dem Fall brauchen wir ein paar Übungsschwerter. Auf zum Waffenladen. Eine gut ausbalancierte Waffe, nicht wahr? Sie dient zu Übungszwecken. Aber das merkt man am Griff und Schwung nicht an. Wenn das Tal geschah, als ich gerade frisch der Königsgarde beigetreten war, trainierte ich mit dieser Klinge. Kurz nach meinem Beitritt wurde ich im Gefolge des Prinzen zugewiesen, also musste ich unbedingt besser werden. Ich war damals noch jünger als du jetzt und konnte nicht viel. Jede Nacht schlich ich mich raus, traf meinen Kameraden in der Dunkelheit und wir kämpfen gegeneinander, bis unsere Hände voller Blasen in den Spielen waren. Manche Duelle habe ich gewonnen, manche verloren. Doch in unseren Kämpfen haben wir nie mitgezählt, wer besser war. Ein würdiger Gegner. Ja, das war. Dank seiner Hilfe konnte ich mich sehr verbessern. Wir schworen uns, den Titel eines Ritters gerecht zu werden und die höheren Ränge zu erklimmen. Wir wollten Champions werden. Meine Güte, Hulkenberg, bist du das wirklich? Du bist du wirklich und du bist wieder hier. Rodante? Welcher ein Zufall, das ist der Kamerad in der Halle, von dem ich vorhin sprach. Und, wer ist dieser Welpe? Ein Freund von dir. Du hast dich mit diesem Jungen zusammengetan, erbärmlich. Wie meinst du das? Ich bin erstaunt. Du treibst dich mit diesem Elderbengel herum, du einst ein stolzes Mitglied der Ritterschaft. Warum entrüstet dich das so? Gleich und gleich gestellt sich wohl gerne. Ein gefallener Stammesjunge passt einem gefallenen Ritter. Dabei warst du einst so eine stolze Frau. Wie bitte? Komm mal wieder runter, Hulkenberg. Der Kommandant der Ritter hat durchaus das Recht, eine Fehltritte zu beurteilen. Kommandant? Du sprichst von dir? Wenn du als Landstreicher unterwegs warst, habe ich für uns beide Ehre gesammelt.
So ist es also. Und du? Du hast eigentlich aufgehört, nach Höheren zu streben. Was ist denn dich, was hat dich stattdessen beschäftigt? Ich habe eine Mission zu erfüllen, die wichtiger ist als Ruhm im Ritterturm. Ah, natürlich. Als du den Prinzen nicht retten konntest, ging deine Würde als Mitglied der Königsgarde ruckzuck verloren, richtig? Nur hattest du wahrscheinlich keine andere Wahl, als dich an deine Suche nach diesen Schatten zu klammern. Wie kannst du es wagen? Wähle deine Worte mit Bedacht. Nein, da gibt es nichts zu sagen. Du enttäuscht mich, Hulkenberg. Sehr netter Sorry. Typ. Verzeih, es tut mir leid, dass du sehen musst. Mach dir keinen Kopf. Wenn du meinst. Ich kann seinen Sohn nachvollziehen. Schließlich habe ich in unser Versprechen gebrochen. Aber wir dürfen unsere Prioritäten nicht aus dem Blick verlieren. Maxi, lass uns im Namen seiner Hoheit weiterkämpfen. Dies ist mein neuer Weg. Ich kann Hultenberg tiefes Vertrauen spüren. Reaziert die Markkosten beim Studium des Ritter-Ding. Wahrscheinlichkeit, dass Hulkenberg den Protagonisten vor einem Angriff auf seine Schwachstelle verteidigt. Cool. Pardon me. Entschuldigung, aber woher kennen Sie den Mann, der gerade gegangen ist? Mhm. Er ist lediglich ein alter Freund. Was Sie nicht sagen, nun denn, wir sehen uns. Very well. Lass uns mal ein anderes Mal trainieren. 100 Runden und 1000 Schläge. Ich muss gnadenlos trainieren, wenn ich diese Ablenkung loswerden will. Okay, da trainieren wir doch lieber nichts mit. So, ach, wir kriegen sogar Geld von ihr, das ist aber lieb. So, und jetzt haben wir diesen richtig schönen Tag- und Nachtwechsel, wie eben auch in Person, wo wir was machen können. Wenn du tagsüber keinen Land besuchst, bleibt dir genug Energie, um nachts was zu unternehmen. Du kannst Anhänger besuchen, die nur nachts verfügbar sind oder deine königlichen Tugend verbessern. Frag Galika um Rat, was du nachts unternehmen kannst. Theoretisch müssten wir kochen wahrscheinlich. Das werden wir wahrscheinlich auch machen. Jetzt machen wir aber erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Metafari Fantasio. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.